Hallihallo, ihr Lieben, da bin ich wieder, eure Biggie. Ja, und ich habe schon meinen Milligree-Haul in den Händen. Ja, die liebe Michaela war super, super schnell diesmal. Und ja, ich habe mir gerade schon die neue Collection für August angeguckt. Da sind ja auch so einige schöne Sachen bei. Aber mal gucken, was ich davon jetzt wirklich noch bräuchte oder haben möchte. Ich habe zwar einen Hund, aber die Hunde gefallen mir nicht wirklich. Wir haben auch einen Kater, aber ich bin eher so der Hundemensch als der Katzenmensch. Von daher, ich meine, die sehen zwar hier sehr süß aus, aber die Hunde sehen meinem Hund also nun mal absolut nicht ähnlich. Also weder von der Optik noch sonstiges und deswegen... Ich suche irgendwas, was aussieht wie ein Chihuahua. Ich weiß, werde ich wohl nicht kriegen, aber wenn ich es finde, ist es auch meins. Ja, ja, ansonsten könnt ihr mal gucken. Ne? Hier sind auch so andere schöne Stanzmotive. Die finde ich sehr, sehr schön. Da muss ich mal drauf achten. Mal gucken. Das sieht ja, wenn ihr das hier so seht, doch schon ganz, ganz super aus. Ja, so, jetzt geht's erstmal weiter mit meinem Haul. Tada! Erstmal habe ich von der lieben Michaela Leckerchen bekommen. Dann habe ich hier so ganz, ganz feine weiße Perlchen bekommen. Ja, die sind eigentlich sehr, sehr süß für Blütenmitten zu gestalten. Ja, und dann hat sie uns noch... Oder mir noch hier so fertige Karten. Hello Sunshine und Take Me Where Summer Never Ends. Nee, muss nicht wirklich sein. Ich mag zwar den Sommer, aber so heiß wie er dieses Jahr war. Ich glaube, das stimmt ihr mir alle zu. Muss es nicht wirklich sein. So, ja, und da ist es, das Eichhörnchen. Ist das nicht knuffig? Beim letzten Mal hatte ich ja das Rentier und habe dann via Video online das Eichhörnchen bestellt. Und tada, es ist da. Ja, ich habe auch noch nicht das Rentier ausgekurbelt. Jetzt kann ich gleich beides auf einmal machen. Von daher, ich freue mich darüber. So, dann habe ich hier von Craft Emotions holländische Sprüche Hartelijk, Gefeliciteerd, Van Harte und Jarig. Das sind so die gängigsten Sachen, die man brauchen kann. Also herzlichen Glückwunsch und von Herzen und jährig heißt eigentlich so viel wie Geburtstag. Also man jährt sozusagen. Ja, und die Duftballons. Dann habe ich hier von Spellbinders. Also ich wusste noch nicht, von wem die war. Aber Channing Seasons und ihr seht, ja, ich würde mal sagen, wir testen das jetzt einfach mal sofort aus. Ein Embossing-Folder mit Laub. Und da wir jetzt den Herbst vor der Tür stehen haben, vielmehr der ist schon da, würde ich sagen, die Temperaturen sind so drastisch gefallen, dass man echt denkt, oh, er steht nicht nur vor der Tür. Er ist schon da. So, das tun wir gleich in die Tonne. Habe ich den? Ja. Eine Sekunde. Ich habe auch... Na, komm her. Hier war einfach mal ein Aquarellpapier. Weil ich würde es ja dann sowieso noch mit meinen Distressoxiden bearbeiten, dass es halt wie Laub aussieht. Und dann testen wir doch jetzt gleich mal live im Video diesen Embossing-Folder. Dann gucken wir doch mal, wie es aussieht, wie es ist. So, das geht da jetzt zwischen. Sekunde. Soll ich hoffen, dass ich jetzt nicht... Ich glaube, ich muss noch die eine rausnehmen, ne? Ja. Ha! Mal wieder. Die muss noch weg, sonst ist es zu hoch. So.
einmal hin, einmal her, mache ich also meistens, weil ich denke mir dann immer, da, dann hilft es auch, dann ist es auch gut. So, jetzt holen wir das Ding hier mal raus. Oh, Hammer, seht ihr schon das, was ich sehe? Boah, guckt mal, seht ihr die Prägung? Absolut geil, gefällt mir mega, mega gut. Boah, ich bin froh, dass ich ihn gekauft habe. Boah, ist der Hammer. Also auch in der Rückseite, wenn man jetzt die Prägung nach innen haben möchte, ist so eine Sache. Das geht natürlich auch, aber der prägt mega gut. Guckt euch das an. Ist der nicht schön? Ich finde ihn klasse. Super. Ja, also, wie gesagt, von Spellbinders kann ich euch nur empfehlen. Dann habe ich gekauft Create-Tables von Marianne Design, diese kleinen Blümchen. Die werde ich jetzt nicht testen. Ich habe noch was anderes, was ich mit euch testen werde. Dann habe ich mir gekauft die Clear Stamps von Hampton Art. Life isn't perfect, but your outfit can be. Ja, und ich mag ja Frankreich, Paris, die anderen Accessoires hier fand ich eigentlich auch total süß. So eine Kaffeetasse, ein Croissant, Macarons, Lippenstift. Also von daher durfte der mit. Weihnachten steht vor der Tür, wie wir alle wissen. Und deswegen habe ich mir hier diese Bordürenstanze mit den Sternen geholt. Das werden wir auch noch in einem Video mal testen, aber auch nicht heute. Dann habe ich mir noch hier diesen floralen Kranz. Fand ich eigentlich auch sehr schön für Weihnachten, dass man da etwas mitgestalten kann. Den habe ich mir dann noch bestellt. Der ist von Creative Expressions. Der ist auch sehr, sehr schön, aber machen wir auch noch eine Karte zu. Ja, und was mich hier geritten hat, I don't know, keine Ahnung. Also, das ist eigentlich so gar nicht meins, aber nun gut. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Also habe ich es jetzt hier, werde ich es benutzen. Mal gucken, was ich damit mache. Also, die kann ich mir sehr schön an so einem Art Kamin vorstellen. Aber das muss man dann ja auch erstmal irgendwie hinzaubern. Egal, wir haben sie, jetzt wird damit gearbeitet. So, dann habe ich also ein Problem, dass ich oft meine Ultrafein-Applikatoren hier schrotte, dass sie irgendwann die Nadeln reinrutschen. Ich habe sie schon zwei oder dreimal wieder rausgeholt, aber das passiert mir andauernd. Also die Dinger habe ich einen mega Verschleiß für. Die waren jetzt auch dem letzten nicht lieferbar, also habe ich dann nochmal die mit den Nadeln genommen, aber ich mag die eigentlich viel lieber. Und ich habe eins bekommen, ich weiß nicht, wie viel noch ausstehen, 4 oder 5 Stück. Aber Sunray Crozette Schimmerpowder von Nouveau ist jetzt endlich bei mir eingetroffen. Ich warte ja noch auf ganz, ganz viele Farben, aber anscheinend sind die nicht lieferbar. Wieso, weshalb auch immer, kein Mensch weiß es, aber nun gut. Jetzt habe ich endlich wieder eins und ich bin echt mega, mega happy. Dann habe ich hier noch diesen von Cosmic Shimmer, diesen Opal Blaze Polish. Oh, wenn man ihn denn aufkriegt. Ja. Hier geblieben. Also ihr seht, auch hier schon im Deckel, könnt ihr es erkennen, es ist so irisierend. Ich weiß nicht, seht ihr das? Ja, ne? Ihr könnt das sehen. Und wow, macht sich also gut auf anderen Objekten. Kann man mit dem Finger so leicht drüber wischen und dann hat man halt so einen irisierenden Schein. Ja, und wo ich auch nicht dran vorbei konnte, ich meine, das ist euch allen klar, ne? Das sind diese Servietten von Craft Emotions. Also die finde ich ja nun mal mega, mega schön. Ich stehe ja auf Hirsche
Und besonders auf solche gewaltigen Knaller hier mit so einem richtig schönen Geweih. Ich mag auch Rehe, aber der Hirschstadt ist also irgendwie meins. Schon seit Jahren bin ich auf Hirsche verrückt. Tja, und das sind dann alles so Sachen, da kann ich nicht dran vorbeigehen. Die muss ich dann einfach haben. So, das werde ich sehr wahrscheinlich für eine Karte benutzen. Ich weiß es aber noch nicht. Ja, und dann, wie gesagt, der Hirsch, ne? Season's Greetings, Blätter, der Hirsch mit dem, ja, Bouquet hier. Ich muss mal gucken, wie ich das hinkriege, dass ich den eventuell doch zweifarbig abstempeln kann. Fällt natürlich etwas schwer, aber vielleicht mit einem Masking Tape, mal gucken. Aber ansonsten, wie gesagt, finde ich den mega, mega schön. Und im Zweifelsfall wird er halt nur in schwarz gestempelt. Ist auch nicht so das Problem. Ja, und wo ich auch nicht vorbei konnte, ihr kennt mich ja, ich bin ja ein Stanzen-Junkie. Und als ich das gesehen habe, Driving Home, mit diesem Tannenbaum auf dem Auto, und oh, ich habe einfach nur gedacht, mega, das ist so, so schön. Ja, dann habe ich mir die Stanze von Joycrafts natürlich auch gekauft. Ja, und hier sind auch nochmal Dice drin von Tim Holz. Da gucken wir jetzt auch nochmal eben rein. Weil die sind, finde ich, für die Weihnachtszeit auch mega, mega schön. Na. Komm her. Ach, die sind so in einem. Ja, cool. Oh. 1, 2, 3, stand da nicht drauf, 5. Ja, irgendwie. Ach nee, da stand auf den Servietten stand 5. Was steht denn hier? 4 Dice. Mir sind trotzdem nur 3. Auch egal, mal gucken, was fehlt denn da? Noch einmal die Pünktchen. Nein, hier sind sie. Da, unten drunter. Alles gut, dann brauche ich es jetzt nicht rauszupacken, weil die sind ja nun mal mini-futzi klein, hier die Pünktchen. Hier seht ihr, da ist sie. Ich wollte gerade sagen, da fehlt doch eine. Und hier ist die andere. Also sind alle 4 Teile drin. Supi. Ja, und dann habe ich noch von Fessen Kreativ diese Cutting Die Box mit diesem Stern. Ja, und als ich die ausgepackt habe, habe ich gesagt, die muss ich sofort einmal durchkurbeln. Habe ich dann... Oh, ich lege das jetzt hier mal auf Seite. Habe ich dann auch sofort einmal gemacht, um euch das zu zeigen. Also das sind 21 cm in der Breite, etwas weniger natürlich. Und so reichen 14 cm oder 14,5 habe ich abgeschnitten. Ja, und wir basteln die jetzt auch mal ganz schnell zusammen, weil ich finde, das geht auch furchtbar easy. Einmal hier eine große Klebefläche, nicht wie die meisten Dosen alles so kleine Klebeflächen haben. Das finde ich also auch schon mal sehr vorteilhaft, dass das nicht so ein kleines Teilchen eins ist. Weil ich hasse das, wenn das so Fuzzi-Teile sind. Man denkt dann immer, man macht irgendetwas kaputt. So. Also einmal dann in der Hälfte zusammenklappen. Kurz andrücken. Wo ist denn jetzt mein Zebra? Ja, tu mal so rein. Super. So. Ja, und im Prinzip war es das schon fast. Die Unterteile einmal noch mit Kleber bestreichen. So, einmal so drauf. Ja, dann kann man hier nochmal. Und so. So,
So, mal eben noch festdrücken. Sekunde. Ja, hierzu dazu und dann Ohr. Sekunde. Na. Ach, ich bin zu hoch. Ich denke schon so, hey, warum geht das denn jetzt nicht? Da ist erst der. So, super. Jetzt habe ich es etwas verbeult natürlich. Aber wie ihr seht, habt ihr hier eine super süße kleine Dose. Wenn man sie richtig sich anguckt, ist sie natürlich nicht verbeult und schön. Wo ich dann gedacht habe, das ist ja echt eine super schöne Idee für einen Adventskalender oder sonst was zu machen. Also von daher durfte die mit und wie ihr seht, ist die ratzfatz einmal ausgekurbelt, gefalzt, geklebt und fertig ist die kleine Dose. Da kann man hier noch ein Sternchen draufkleben, dass sie besser zuhält. Ich meine, haben wir alle eine kleine Sternstanze. Und dann sind auch die Türchen super schön versteckt. So, dann habe ich mir noch gekauft, den kriegen wir erstmal wieder weg, Distress Oxid und zwar Speckled Egg. Das habe ich jetzt auch noch nicht ausprobiert und werde ich jetzt auch noch nicht ausprobieren, weil da muss ich erst, ich mache mir immer, ach, wie heißen sie? Selbstklebende Pads hier drunter, also dieses Klettband. Dann kommt dieses Schwämmchen da drauf und dann mache ich auch immer hier noch die Farbmarkierung, damit ich weiß, welche Farbe es ist. Und dann tue ich immer noch mal einen Gummi drum, damit die auch schön stramm sitzen und nicht so leicht aufgehen. Aber ich kann euch das gerne mal zeigen, wie ich das so montiere. Vielleicht ist das ja auch für den einen oder anderen von euch eine tolle Idee, weil mich hat das oft genervt, dass die sich ja, dass die Deckel sich lösen und dass die dann schnell eintrocknen. Und so kann man das eben vermeiden. Dann habe ich mir noch diese Eka Tools Punch hier geholt, weil Halloween. Halloween. Oh, geh auf. Ja, super. Ich habe zwar auch Fledermäuse zum Auskurbeln, aber wie das dann so ist, ne? Mit so einer Punch hier ist man wesentlich schneller. Komm raus, du kleine Maus. Oh. So. Das entsorgen wir gleich. Einmal Altpapier. Ach, kann man ja gleich testen, das Altpapier. So. Also wie gesagt, so Fledermäuse einzeln auskurbeln ist auch eine Arbeit für einen, der Vater und Mutter erschlagen hat. Also von daher mit so einer Punch, dann geht das einmal drücken und schon hat man einen Haufen Fledermäuse. Und gerade wenn man so Halloween-Post oder Pakete fertig macht oder Goodies einpacken möchte, finde ich, ist das einfach eine schnelle Alternative. Seht ihr, man hat ganz, ganz viele Fledermäuse und fertig ist die Kiste. Die wandern jetzt aber trotzdem in den Papierbeutel. Einmal hier runter. So, weil, wie gesagt, das war ja aus dem Verpackungspapier. Ja, aber da sind wir immer noch nicht am Ende. Denn ich habe mir noch Papiere gekauft und eine Mold. Ich zeige euch jetzt zuerst mal die Mold. Das ist so eine, ja, Softmold nennt man die Dinger, glaube ich. Mit verschiedenen Ornamenten halt für Bilderrahmen oder sonstiges. Ich fände das total schön und ich war vor langer Zeit mal auf der Suche nach solchen Bilderrahmen. Jetzt habe ich die Mold entdeckt und möchte das mal ausprobieren, wie das funktioniert. Dann habe ich mir gekauft für Weihnachten schon diesen Dekostern. Wie ihr seht, das sind zwei Stück. Die werden halt
Oh mein Gott, seid ihr noch da? Ihr seid mir gerade an den Busen gefallen. Tada! Ich bin da irgendwie dran gekommen. Das Ding hat dann nicht Gewicht verloren. Also egal, ihr seid noch da. Ja, das sind zwei Stück, die werden so ineinander gesteckt. Dann kann man die so irgendwo hinstellen. Die müssen halt noch angepinselt und dekoriert werden. Und jetzt kommen wir zu meinen Papieren, die ich mir gekauft habe. Als erstes hier von Favorite Things. Hintergrundpapiere, 24 Sheets in sämtlichen Farben. Und ich finde, kariert geht immer und kann man auch immer brauchen. Also von daher durfte der mit. Ich mag die. Ich finde die total schön. Dann habe ich mir gekauft Kaffeepapiere. Ja, da habe ich also echt noch gar nichts zu gehabt zum Thema Kaffee. Ja, das ist jetzt kariert, aber okay, gehört farblich dazu. Dann hier mit Coffee. Das sind jeweils immer vier Stück, oder? Nein, zwei, drei, vier, ja, drei, oder? Moment, was steht denn hier? 3x8 Designs, so, machen wir doch ganz einfach. Ja, dann hier so ein... Ja, ich habe das immer so Zirkusbogen genannt. Und die Kaffeebecher, die Kaffeetassen, die karierten, Moment, da ist noch einer, die Kaffeebohnen auf weiß und die Kaffeebohnen auf beige. Also wie ihr seht, sehr, sehr schöne Kaffeemotive. Und da bin ich auch mega froh, dass ich mir die jetzt endlich mal gekauft habe. Ich habe schon lange um Kaffeemotive umhergeschlichen und jetzt hatte Michaela die und dann habe ich auch zugeschlagen. Ja, dann habe ich noch ein paar Weihnachtshintergrundpapiere gekauft. Ja, so geht's auch. So. Was haben wir denn hier? Steht hier irgendwas? 8 Design, 24 Sheets. Also auch 3 Stück von jedem, ne? Einmal das Gelbe. Das Graue finde ich sehr, sehr schön. Und edel vor allen Dingen. Oh, genau. Wie hier das. Ist auch sehr schön. Oh, die sind auch sehr schön. Und die gefallen mir bisher alle. Das ist sehr schön. Das ist auch noch sehr schön. Das ist mir vom Farbton her etwas zu, ja, ich würde schon fast sagen, türkis. Also ist so nicht meine Farbe. Aber schön ist es trotzdem. Wenn man da jetzt einen großen weißen Stern drauf mit noch was Flitter oder hier diesem Shimmerblade, kann ich mir richtig gut vorstellen. Ja, und dann noch in dem einfachen Grau. Und noch in diesem hellen Muster. Also wie ihr seht, auch alles sehr, sehr schöne Papiere. So. Also eins muss ich auf jeden Fall schon mal wieder reintun, bevor sie mir jetzt durcheinander kommen. Das ist der falsche. Kleiner. Müsste doch eigentlich dieselbe Größe haben, oder? Wie dem auch sei. So, ich mach's nachher. Dauert mir jetzt zu lang. Ich habe die Papiere dazwischen gelegt. Und dann habe ich einen mega, mega, mega süßen Block gekauft von Paper Boutique. Mit Hasen und Kühen und Schweinchen und... Ich packe ihn einfach mit euch aus. Sorry, wird jetzt noch mal laut. Entschuldigung, aber der Niedlichkeitsfaktor war einfach so mega, mega schön. Oh, ist zweimal da drin. Okay.
Ja, keine Ahnung. Also ein sehr schönes Rosenpapier. Kariert mag ich immer. Und hier guckt man mit kleinen Kühen, Schweinchen und Hasen. Der Hase ist so süß. Das ist auch sehr schön, dieses Grün gepunktet. Dann nochmal, dieses ist auch sehr schön. Das ist mega, mega süß. Wo sind denn jetzt meine Häschen? Oh, die süßen Papiere, ja, alles gut. Ich möchte jetzt aber meine Häschen sehen. Also sind alles nur kleine? Nein, kann doch nicht sein. Okay, deswegen zwei, weil das ist extra. Also einmal sind das die Papiere. Ja, und genau hier, guck mal, ist der nicht knufflig. Das sind so Die-Cuts, die sind schon fertig. Die kann man so on the top drauflegen. Und das Eselchen und die Kuh. Die waren also echt mega, mega süß. Davon sind zwei, drei, vier. So, und dann haben wir nochmal ein Pony, ein Lämpchen, ein Entchen und ein Schaf. Thank you, happy birthday, special friend with love steht hier an der Seite noch drauf. Das haben wir einmal, zweimal, dreimal, viermal auch. Also sind die nicht einfach knuffig, die sind einfach zum Verlieben. Also wie gesagt, vielleicht waren deswegen auch zweimal, weil es einmal das Papier ist und einmal diese Tierparade. Also ich habe mich da sofort drin verliebt, als ich das gesehen habe. Weil dieser Hase ist so knuffig. Der ist mega, mega süß. Ja, und zum Schluss habe ich dann noch ein Block von Stamperia für euch. Nein, für mich. Aha, ich habe ihn gekauft. Ich zeige ihn euch so. So wird da ein Schuh raus, ne? Ach, auch gut, dann macht man da auf. Da sollte er zwar nicht aufgehen, aber die kleben ja auch manchmal echt so feste. Das glaubt man ja nicht. Also, Arctic Antarctic. Ja, ich mag Eisbären. Also ich mag eigentlich alle Tiere. Es ist immer so dumm, dass ich sage, ich mag dies oder das. Aber das sind halt so Motive, wo ich dann echt denke, das ist einfach nur so schön. Da muss man was draus gestalten. Und gerade so auch sowas für Reisealben, was ich ja gerne machen möchte für meinen Hase und mich. Und wir möchten ja nochmal runter nach Norwegen zu den Wasserfällen. Dann sind wir ja schon fast da unten am Polar. Nein, nicht am Polarkreis, aber ziemlich weit in der Nähe. Also von daher ist so ein Arctic-Block, glaube ich, einfach ganz toll für sowas dann auch mal ja, aufzugreifen. Ist die Frage, wann wir da hinkommen, weil mit Corona sieht das ja nicht so gut aus, alles in der letzten Zeit, aber okay. Wie ihr seht, es sind echt, echt super, super tolle Papiere. Ich bin jetzt schon begeistert. Geil. Und ihr seht auch die Tiere, der Wolf, die Wale, ja, die Pinguine, die Eisbären. Und das ist doch mega, mega schön, oder? Ich finde das einfach nur mega. Ja, hier auch nochmal so als Aufleger. Und die Papiere sind einfach der Burner. Toll. Ja, und Stamperia ist wirklich so eine Farbe, so eine Marke. Ich finde, die machen mit die schönsten Papiere. Für mich persönlich. Ich finde, wenn man so einen Block kauft und sich ein Thema vornimmt, und die haben ja oft Blöcke, die auf ein Thema abgestimmt sind, man kann den kompletten Block verwenden und es passt alles eins zu eins zusammen. Und das finde ich ist immer wahnsinnig schön.
So, das war es jetzt auch schon wieder von meinem Mimikry-Haul. Ich habe noch meinen Design-Team-Beitrag bekommen. Das zeige ich euch aber in einem nächsten Video, weil das wird dann auch etwas länger. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Wenn es euch gefallen hat bei meinem Kanal. Ja, was für ein Deutsch, ne? Also wenn es euch gefallen hat, mein Video, lasst mir doch gerne einen Kommi oder ein Like da. Wer noch nicht hat, kann auch gerne kostenlos meinen Kanal abonnieren und dann die Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr auch keins meiner Videos mehr. Das war's. Bis dann, eure Biggie. Ciao, ciao.